Der Tag des Spiels ging in seinen Bericht an. Sharp, wir müssen gleich los. Alles in Ordnung? Machst du dir Sorgen, weil wir Ray Dark entgegentreten werden? Nein, mir geht es gut. Es ist an der Zeit, all das zu beenden. An Ray Dark zu denken, macht mich wütend. Aber ich will, dass wir gewinnen. Dass wir die Besten der Welt sind. Das allein zählt. Mark, wir können das schaffen. Wir werden gewinnen. Und wir werden der Welt zeigen, dass wir die Nummer 1 sind. Du hast recht, Job. Dass du uns aber nicht vergisst. Du bist ganz ein bisschen hart, Sharp. Manche Dinge ändern sich wohl nie, nehme ich an. Ha. Du hast nie gelernt, wann es klug ist, den Mund zu halten, nicht wahr, Stonewall? Komm schon, es ist Zeit aufzubrechen. Gehen wir zum Kontostadion. Okay. Das letzte Spiel der Gruppenphase kann nun endlich beginnen. Ich bin mir unsicher, ob ich Hakuto drin behalten möchte. Hast du überhaupt irgendwie TP und KP? Obwohl, es geht eigentlich. Und sogar... Es geht eigentlich so. Inventar, Ausrüstung... So, So. Ja. Hier haben wir noch ein Glücksarmband. Ballkontrolle. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Ja, okay. Ein bisschen ausgerüstet. Sehr schön. Dann auf geht's zum Kondor-Stadion, auf zum Hafen und von dort aus geht's dann zu der letzten Insel und dort sollten wir von den Kürbiskrachern die letzte Person finden, ne? Muss ich gleich dann nochmal raussuchen. Ja, in See stechen. Ich glaube, das werde ich jetzt mal eben machen. Jetzt habt ihr ein kurzes weißes oder was auch immer das war jetzt mit mir im Bildschirm gesehen. Ja, es tut mir leid, aber es ploppte sich genau da auf. Okay, Inazuma 3. Die Passwörter. So. Da haben wir es. Und dann geht's nach oben. Obwohl, wie viel Inventar? 14 Nudeln. Gibt es was Besseres als Nudeln? Guck mal. Nein. Machen wir die 20 voll. Kann zwar eh nur 3 einsetzen, aber TP und KP ist natürlich viel, viel, viel besser. So. Ach, jetzt geht... Ah, ja. Das war der Akt hier. Wir müssen den Turm jetzt erklimmen.
So, jetzt muss ich natürlich hier den richtigen Weg suchen. Und die Person. Und die Person, okay. So, ich schieße jetzt einfach mal normal. Ich weiß nicht, ob das Spezialattacken hat. Hat zumindest keine eingesetzt. Wie gefällt euch das? So, damit können wir jetzt schon mal ein bisschen leveln. Akuto. Oh, da ist eine Truhe. Da komme ich aber gerade nicht hin. Ja, ich glaube, wir trainieren mal währenddessen den Kombischuss. So, Level 11. Geht ja jetzt fix, weil viele Erfahrungspunkte kommen. Okay, noch ein Tor schießen. Ja, ich kann noch mal einsetzen. Kombischuss. Kraftfeld. Ah, nicht schlecht. Wir haben's geschafft. Aber easy. Nee, ich will gerade aktuell keinen. Ja. Bitte weg. So, was gibt's hier jetzt dran? Spezialtrank erhalten. Okay. Da ist auch nur noch eine Kiste. Ah, nur eine Münze. Na denn. Hier lang. Und weiter geht's nach oben. Und da ist er auch schon, wie ich gesucht habe. Die letzte Person, der Kürbiskracher. Jo, über den Ball. Kriegen wir irgendwie schon hin, ne? Nicht alle auf einmal. Komm schon, Wüstenwind. Ah. Sharp. Das kann doch nicht sein hier. Los. Warum? Evans, lauf mit. Jetzt komm. Wüstenwind. Nein! Es geht auch noch Illusionsball durch, ey. Komm jetzt. Wüstenwind. Dankeschön. Okay. Wir drehen direkt mit ihr. Wicked! Hallo, mein Freund. Ich bin Evelyn Witt von den Kürbiskrachern. Wenn du willst, kannst du mich Wicked nennen. So. Es wird was Tolles passieren. Wie lautet mein Passwort? Und es nennt sich... Das kann man noch irgendwie noch nachvollziehen. Besenstiel. Hehe, wie recht du hast, das war korrekt. Du hast alle vier Passwörter herausgefunden, was? Dann werde ich mein Versprechen halten und gegen dich antreten. Okay. Und da sind die alle. Und wir sollen direkt ein Tor schießen. Und dann passiert was? Kombischuss.
Let's go mit Khalil. Jetzt bin ich gespannt. Wildniskralle, okay. Ja, wollte gerade sagen. Der geht trotzdem rein. So, was passiert jetzt? Jetzt haben wir alle vier Passwörter. Okay, sehr viel Elan und sehr viel Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Und Kombischuss. Nice. Hehe, du hast gewonnen. Gut gemacht. Das war ein wahrer Sieg. Wenn du uns anwenden willst, kannst du das mithilfe der Kapselmaschine tun. Aber ich sage dir nicht, mit welcher. Auf Wiedersehen. Ich bin mir sicher, dass es uns bald bitter ging. Hehe. Ah, okay. Das sind also seltene Spiele. Oh mein Gott. Ja, packe ich die in B rein? Die Kürbiskracher? Wenn ich noch Platz habe, ja, komm, ne, was soll's. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, welche Münze. Das heißt, es gibt auch noch einen Ort. Vielleicht wisst ihr das ja, welche Kapselmaschine die holen kann oder ob es wirklich shit egal ist, wo. Das kann ja möglich sein. So, jetzt treten wir hier gegen an und schießen auch direkt hier mit Kombischuss. Hey, kennen wir doch irgendwo ja. Schön, dass er die gleichen, fast die gleichen Attacken hat. Wie gefällt euch das? Zack. Easy. Gelbe Münze. Ist jetzt wirklich die Frage, ne? Wo sind die? Ich glaube, das werde ich gleich mal. Nehmen wir ein paar Münzen, ne? Ist hier hinten noch irgendwas? Okay, es geht in der Mitte auch noch was. Okay, ich soll Tor schießen. Ein kleines Problem. Kann gelöst werden. Indem wir einen Kombischuss aktivieren. So. Level 17. Nicht schlecht. So, komm ich hier lang. Ein Tor schießen. Oh, das Virgo sieht süß aus. Ja, wir benutzen mal eben kurz die Reisbällchen und den Riegel. Okay. Haben wir das. Kombischuss. Let's go. Wir haben es geschafft. Level 18. Ja, er war mal auf Level 5, ne? Und jetzt mal eben auf Level 18. Brutalstollen. Sind die besser? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, da komme ich nicht weiter. Und dann
Schauen wir uns mal hier um. Wir müssten fast oben sein. Das ist ein Fahrstuhl, aber ich will nicht runter. Ich will eigentlich hoch. Alte Anstecknadel. Ich habe keine Ahnung, wofür man die gebrauchen kann, ne? Das war schon in Teil 1 und Teil 2 so. Wofür kann man die gebrauchen? Ist das einfach nur Deko? Okay, verhindert gegnerisches Tor und das sieht aus wie Fabelwesen. Das ist ein Kappa. Ah, Saltobombe. Ich weiß nicht, gibt es hier den Trick auch? Nee, dann war das nur... Doch, den Trick gibt es auch. Oh. Okay. Die Zeit läuft trotzdem weiter. Oh, ich habe keinen... Ich habe nix. Piggy! Piggy hat uns den Ball geschnappt. Oh nein. Ablocken. Drachenwirbel? Miss Piggy, was ist los mit dir? Aber trotzdem gewonnen. Easy. Okay. Fast 1000 Elan-Punkte. Nehme ich. Wir haben 7000. Das wird langsam. Ich spare ja eigentlich auf eine spezielle Attacke. Den Heldenschuss. Den will ich unbedingt haben. Dann ist halt nur die Frage, wem geben wir den Heldenschuss? Mark? Nee. Jude? Axel? Anleitung. Schwalbe? Das kann nur eine Teamtaktik sein, oder? Ballbesitz bleiben. It's Illusionstime. Haha, guck mal, wir sind Zwillinge. Ah, ich kann den noch zweimal. Obwohl, Cyclone ist natürlich stärker. Das heißt, ich habe jetzt verkackt. Hahaha, bleib im Ballbesitz. Und es wurde mir auch gesagt, ich soll den Oma Schlüsselladen holen. Das ist eine Spezialtechnik, Schwalbe. Technik lernen. Ist das eine Fähigkeit? Beeinflusst den Schiedsrichter zu deinen Gunsten. Freistoß für dich. Okay. Double Tornado. So. Da geht's nach oben, aber wir gehen jetzt erstmal hier runter, weil hier nämlich noch Sachen zu holen gibt. Vielleicht krasse Sachen. Wie zum Beispiel Gewittersturm, eine Spezialtaktik. Ah, ein bisschen Teamgas-Punkte, die eigentlich uninteressant sind mittlerweile. Monkey, Pixie und Tree, okay. Okay, soll wieder Gegner-Tore verhindern. Blitzschibitzer V3? Okay. Durch das Wagen? Ich wage es einfach mal. Oh shit. Kann Mark ihn halten mit der Himmelshand?
Gott sei Dank. Komm, ich will... Ach, du hast ja Illusion plus 2 schon, ne? Ja, Miss Piggy, du bist verwirrt, ne? Du bist verwirrt, ist okay. Level 19, das geht eigentlich. Geht klar. Hallo? Kann ich bitte die Treppe runter? So, jetzt sind wir unten angekommen. Hier gibt es einmal Motivationsstiefel und... oder Stollen und Wachstumsdinger, okay. So, Ausrüstung. Ja, die sind ein bisschen besser. Okay. Geschoss, ist das besser? Ja. Was? Du hast nix? Kein Armband? Oh. Komm, dafür nehmen wir das hier weg. Dann kriegst du zumindestens... Hä? Wenigstens das. Okay, damit gehen wir nach oben und kämpfen gegen Euphäos. Gegen die italienische Mannschaft. Zack. Der Trugschuss. Let's go, Kyle. Pacific Volt plus 2. Aber wir kommen trotzdem durch. Uiuiuiui. Wir hauen jetzt mit Klamotten um die Ohren jetzt hier. Pacific Volt 2 ist eigentlich auch eine sehr starke Attacke gewesen. Blitzausbruch. Okay, Akoto. Du bist jetzt fertig, ne? Blitzausbruch. Nice. Nice. So. Was war denn jetzt? Torschießen. Finta. Kommt durch. Kombischuss. Ist da. Und nix. Okay. Ja, Spitze! Gut, du machst deinen Job ganz gut, du. Blaue Minze. Naja, gut.